Nee, wir sprechen das ja auch an. Wir sagen auch, dass wir ab der ersten Minute da sein wollen. Es ist individuelle Fehler, die dann passieren. Die dürfen einfach nicht passieren. Und da müssen wir auch mal beim Ball dreckig runterspielen. Und dreckig letztlich auch auf dem zweiten Ball mal spielen. Und dann machen wir so einen individuellen Fehler und laden den Gegner wie die Woche auch zuvor ein. Da sind wir, ich weiß nicht, ob er da dann so ein bisschen auch der ein oder andere vielleicht mit sich selber hadert. Ja? Und dann liegt sie schon 2-0 hinten, wo du nicht mal weißt, warum eigentlich. So wie war es auch gegen BRK. Und mittlerweile höre ich immer die Sprüche, wie geil wir Fußball spielen und wie geil das ist und warum wir die erste Halbzeit dann verschlafen und die zweite Halbzeit dann so Vollgas geben. Ich glaube, das ist jetzt wichtig, dass wir wirklich auch wieder jeder zu sich selber findet. Also man hat ja gesehen, dass die Mannschaft will und jedes Mal zurückkommt und auch wirklich Vollgas gibt. Und ich glaube, wenn wir das 3-2 heute machen, darf sich keiner beschweren. Ich glaube, dass das wieder Einbahnstraße im großen Teil war. Aber wir haben die ersten 15 Minuten, wie du schon sagst, den Gegner so eingeladen. Das ist jetzt nicht zum ersten Mal. Das müssen wir uns natürlich immer wieder selber hinterfragen. Aber ich glaube, physische und psychische Merkmale sind wichtig im Fußball. Einige oder andere müssen wir natürlich dann auch sagen, ja, wir müssen jetzt auch mal nicht unsere Kraft über 90 Minuten einteilen, sondern gleich die ersten 20 Minuten einteilen. Ja, ich würde es auch einen Punkt bringen. Klar bin ich mir noch nicht, ob es nur an der Konzentration liegt. Schwer zu beurteilen, wo es der Fall ist.